Lebensblüten. Erinnern. Lächeln. Verschenken. Also, ich bin die Anna Hagen. Ich arbeite seit 11 Jahren auf der Palliativstation im Krankenhaus Steyr. Und das ist eine 12-Betten-Station. Und wir betreuen im Jahr so um die 300 Patienten stationär und auch ambulante Patienten und im Konsiliardienst. Ich darf da die Station pflegerisch leiten und es macht mir recht viel Freude. Eine große Herausforderung, aber es macht mir recht viel Freude. Das Projekt Lebensblüten unterstützt denn? Also das Projekt Lebensblüten gefällt mir extrem gut. Es hat für mich einen privaten, aber auch einen professionellen Aspekt, den ich sehr unterstützenswürdig finde. Das eine ist der private Grund. Ich selber habe meinen Vater verloren, meine Mutter ist demenzkrank und ich stelle mir immer wieder die Frage, mal, was hat jetzt der Papa da getan, wie hat er da gedacht oder auch so viele Facetten von seiner Geschichte, die ich nicht weiß, die man jetzt vielleicht hört oder so, die gehen mir ab. Und wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, vor 12 Jahren, wie der Vater so krank war, etwas von ihm aufzunehmen oder etwas vererbt von seinem Gedankengut oder von seinem Leben zu kreieren, da hat mir das einfach gefallen. Also ich darf selber persönlich gern in Anspruch nehmen, weil ich mir denke, das ist ein Stück von meiner Geschichte, das mir jetzt wichtig war oder das mir jetzt bewusst wird, dass man hört, wo ich es nicht habe. Und der professionelle Aspekt ist, dass ich in der Palliativbetreuung, es ist unsere Aufgabe, sich, dass man auch Menschen am Lebensende Wertschätzung, Anerkennung geben, das vielleicht im Leben nicht gekriegt haben, dass man was nachreicht. Und indem man zuhört, dass man nachfragt, indem man wohlwollend, wertschätzend, offen, so wie ich mir das vorstelle, in das Leben einige oder mich öffne für das Leben von jemandem, da gebe ich ganz viel Wertschätzung. Und das ist, glaube ich, eines von den wichtigsten Dinge, die man an Schwerkranken, an sterbenden Menschen nachreichen oder geben kann. Lebensblüten. Erinnern, lächeln, verschenken.